Bah, geht weg, ihr Mücken, ihr seid mir nicht gewohl. Da gibt's doch was von Ratiofarm. Ah, gute Preise, gute Besserung, danke. Ja. Ah, jetzt hätte ich aber auch Durst. Da gibt's ja was zu trinken. Ah, was haben wir denn da? Aha. Ahoi-Brause, Kirsch. Ahoi-Brause, Kirsch. Na, das habe ich ja noch nie gesehen. Wo gibt's denn sowas? Tja. Das ist ja sehr interessant, ne? Ein Erfrischungsgetränk mit Kirschgeschmack. Na. Ja, das, wer hätte da das Ding? Das gibt's ja so in diesen Brausebeuteln. Gibt's ja Kirsch gar nicht als Geschmacksrichtung. Da gibt's gar keine. Nein. Ah, jetzt bin ich aber auch platt. Ja, also sowas. Ja, das ist halt auch nur in Maike-Lizenz der Katjes Fassin GmbH und Co. KG in Emmerich. Aha. Das heißt, das ist so wahrscheinlich gar kein Original. Ahoi, Fassbrause. Na, da hängt Katjes mit drin. Das ist ja hochinteressant. Tja. Na, wer hätte das gedacht? Ah, da sind wir ja mal gespannt. Und wo gibt's sowas? Das gibt's bei Real. Und da auf die Dose ist 25 Cent Pfand drauf. Ja, das ist korrekt. Ich hab's gerade irgendwo gelesen. Wo war's denn jetzt gestanden? Da, Einwegpfand, 25 ja. Cent. Ja. Soll ich mal aufmachen? Ja, machen Sie mal auf. Ups. Hey. Hey. Da ist ja Kohlensäure drin. Ja, das ist ja mal was, ne? Und das schäumt ja richtig. Oh, wollen wir mal versuchen. Oh, da seht ihr die gleiche. Dass sich einer beschweren muss, dass er zu viel probiert hat. Oh ja. Es riecht sehr intensiv. Das riecht so nach Kunstkirschen. Ja, aber wirklich. Völlig künstlich. Sehr künstlicher Kirschgeschmack. Völliger Kunstkirsch. Kunst. Sollen wir es mal probieren? Ja, probieren wir es mal. Das erinnert mich ein bisschen an so Brausetabletten. Das erinnert mich an den Energy Drink. Der schmeckt genauso. An einen Energy Drink? Ja. Hm. Ich weiß jetzt bloß nicht mehr, welcher das war. Also, naja. Ich glaube fast so mit dem, der wo da die Flügel hat. Ah nein, der verleiht Flügel. Ja. Was kostet denn sowas? Flügelverleihe. Wenn man Flügelleihe will. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht. Naja. Also, ich glaube, man muss es nicht haben. Es gab früher so Tabletten, die hat man genommen, wenn man krank war. Die haben genauso geschmeckt. Das waren irgendwie so Vitamintabletten oder so. So Bäh-Tabletten, ja. Ja, ja. Ja. Naja. Da habe ich jetzt nicht die beste Erinnerung mit diesem Geschmack. Ja, nee, man muss auch nicht alles haben. Na. Man muss nicht alles haben. Nee. Man kann es trinken, aber man muss nicht alles haben. Nee, also das brauchen wir nicht nochmal. Komisch, dass die überhaupt Kirsch rausbringen, wo es das gar nicht gibt als Brausepulver. Tja. Nun ja, es gab ja diese Dosen anfangs in diesen Geschmacksrichtungen, wie es eben die Brause gibt, wa? Und dann waren sie verschwunden, da habe ich sie nicht mehr gesehen, die Dosen. Aha. Und jetzt habe ich bei Real gesehen nur diese Sorte Kirsch. Okay. Aber keine andere Sorte mehr. Wie kann das denn sein? Das ist schon seltsam. Ja, allerdings. Nun ja, also das können wir euch jetzt nur bedingt empfehlen. Sehr bedingt. Ja. Das war jetzt nicht das Geschmackserlebnis.
Na. Keinste Art und Weise ist das ein Geschmackserlebnis. Pappig süß. Austrinken und vergessen. Ja, besser ist es. Ciao, 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 Kakao. Dann machen wir da gleich mal wieder einen Cut. Ja, und den Witz bringen wir jetzt jedes Mal. Ja, das war's auch schon wieder. Wenn euch dieses Video gefallen hat, habt ihr hier die Möglichkeit, euch noch zwei weitere anzuschauen. Außerdem könnt ihr den Kanal abonnieren, um keine neuen Videos zu verpassen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao.